Signal entdeckt. Ja. Die Parabrille ist direkt mit einem aktiven PKE-Meter verbunden. Dadurch erkennst du sonst unsichtbare Phänomene, während du sie verfolgst. Geisterspuren, Objektauren, alle möglichen coolen Events. Das hört sich interessant an. Schlägt die mittlere Anzeige aus, gehst du in die richtige Richtung. Bleibt sie flach, folgst du einer kalten Spur. Okay. Für den besten Scan müssen sich Ziel und kleinster Kreis decken. Alles klar. Nein, du verlierst das Signal. Okay, klasse. Mach jetzt deinen Scan. Perfekt. Ein ekliger Haufen Ektoplasma-Schleim an der Stelle, der sich Slimer durch die Wand katapultiert hat. Paranormale Anomalien der Umgebung. Ektoplasma-Einschlag. Ektoplasma. Buah. Es wird wärmer. Wärmer. Ja. Glühend heiß. Da war wohl ein Ehestreit. Glühend heiß. Ah. Vorsicht. Ein guter Scan funktioniert ähnlich wie ein guter Schnappschuss. Ist eine Entität in Reichweite, hältst du den Scan. Vorsicht. Ich habe ihn wohl gescannt. Voll beweglicher Klasse 5 Weber. Was heißt das Blaue jetzt? Ach, weg ist das Timer. Puh, boah, er war definitiv hier. Eine aktive Probe kannst du einsammeln, zum Beispiel ein verfluchtes Artefakt. Wir werden für alles Gescannte und Eingesammelte extra bezahlt. Aha. Dann investieren wir das in die Forschung. Mit zusätzlichen Mitteln können wir neue Offensivtechniken und Ausrüstungen entwickeln. Diese wiederum darfst du dann zum Austesten herumschleppen. Danke. Vergiss nicht, mit dem Online-Geisterjäger-Einsatzleitfaden kannst du dir jederzeit Technologien, Tutorials und Ausrüstung ansehen. Benutz dazu dein PKE-Meter. Okay. Oh, oh, jemand ist verletzt. Wir haben einen Verletzten. Los, los, los. Lauf. Los, drück auf die Tube. Lauf. Kann sich doch schneller bewegen, oder? Im Laufschritt, Kadett. Ach da. Er wurde vollgeschleimt. Wieder mal. Beweg dich hier rüber und hilf ihm auf, ja? Okay. Wie konnte das nur passieren? Ich hatte bei den Aufzügen Wache gehalten. Dieser Mutantenvulkan hat sich an mich herangeschlichen. Schon wieder eingeschleimt. Wenn einer von uns getroffen wird, helfen wir einander immer. Das Zauberwort heißt Teamwork. Teamwork. Oh nein, mein Freund. Das war vor der Schleimära. Jetzt dreht sich alles um Rache. Ihr Jungs müsst sofort hier runterkommen. Unser hauseigenes Wissenschaftsexperiment nimmt die Lobby auseinander und es ist nicht allein. Noch mehr Geister? Aber wir gaben dem Hotel vor 5 Jahren eine Unbedenklichkeitsbescheinigung. Jeden Tag sterben Menschen. Ruf den Aufzug, Junior. Alles klar. Ah, schon da. Wir verschwenden Zeit, Pilger. Können wir hier raus? Okay, Slimer. Du hattest deinen Spaß. Der Aufzug ist tabu. Egan, melden. Ich glaube, wir sitzen im Aufzug fest. Wir brauchen Hilfe. Wir sitzen fest? Mal sehen. Ich glaube, wir sitzen fest. Sitzen fest? Ray, seid ihr mit? Wir sitzen offiziell im Aufzug fest einverstanden? Hände hoch. Ja. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Also los, Ray! Attacke! Hilfe gefährlich? Du enttäuschst mich, Ray. Stimmt doch, oder? Vergesst den Zwiebelkopf fürs Erste. Der Geist mit der roten Kappe kämpft wie irre mit der Stasis. Na los, der Typ ist New Yorker Hotelpage. Gib ihm ein Trinkgeld, ja?
Haben wir mal schnell einen Scan gemacht. Da, haben wir ihn. Den ersten. Da haben wir den ersten. Gleiches Team! Ja! In der Falle! Rein mit dir! Los! Ja, wunderbar! Diese konvulsive PK-Schockwelle hat voll für Action gesorgt. Mann, die Lobby ist ja total verwüstet! Können wir Winston anrufen und ihm sagen, dass sein Feierabend offiziell zu Ende ist? Noch mehr von denen! Aua! Oh. Die haben sich getrennt. Ray, komm mit. Die anderen schweben wieder nach oben. Wankman, ihr beide zieht unseren Freund Slimer so schnell es geht in eine Falle. Bei diesen Ausschlägen gibt es eine massive Ausbuchtung, die darauf hinweist, dass das nicht nur ein normaler Säuberungsjob ist. Ohne sein Nickerchen wird er ungemütlich. Merke ich. Hey, ist das Schinken mit Honigglasur? Und Filet? Kann sein. Da, der Alhambra-Ballsaal. Den lässt er garantiert nicht raus. Auf keinen Fall. Sie können da nicht rein. Die Rodriguez-Bar Mitzwa beginnt in einer halben Stunde. Ich wette, die Rinderbrust ist Spezialität des Tages. Und Sie haben schon genug angerichtet. Ich bin sicher, das Ding wird ganz einfach verschwinden. Ich bin bereit, es zu riskieren. Sie gehen nicht da rein. Das ist alles, was wir hören wollten. Wir sind weg. Hey Leute, Kaffeepause. Unsere weiteren Dienste wurden abgelehnt. Oh. Hört sich an, als sei der Alhambra tabu. Quatsch. Niemand schleimt Peter Wankman zweimal voll und kommt damit durch. Ja. Sei vorsichtig, Peter. Denk an den Ellis Island-Vorfall. Was passierte denn da? Hast du die Schürze dabei? Wir nehmen eine kleine Abkürzung durch die Küche. Oh nein, ich habe keine Schürze. Der Alhambra-Ballsaal sollte gleich hier sein. Hallo, Chef. Okay, Meister. Eine Weile gehst du voraus. Warum immer ich? Gruselig. Ja, herrlich. Gut, rührt den Schleim nicht an. Er ist schleimig und extrem gefährlich. Schwarzer Schleim. Ätzendes Klasse 1 Sekret. Schwäche, Schleim. Hier ist ja noch mehr von diesem Schleim. Man könnte meinen, ich sei mittlerweile daran gewöhnt. Boah. Dann gehen wir da lang. Boah! Kein Grund zur Sorge, die meisten Küchen haben selbsttätig startende Gasherde. Ah. Da ist noch mehr von diesen Schleim. Vorsicht! Ah, da ist ja noch ein Geist. Auf ihn. Mist. Okay, ich bitte dich. Alles, nur nicht das Spülbecken. Haben wir schon einen PKE-Scan gemacht? Da kommt ja noch ein Fisch. Darum esse ich aus der Dose. Okay. Okay, sieh mal her. Zum Einfangen musst du ihn ergreifen. Verwende dazu den anderen Teil deines Protonenwerfers, den Sperrstrahl. Okay.
Das ist dann schon alles. Wirf den Schrott einfach zur Seite. Zum Aufräumen haben wir keine Zeit. Ich werde hier garantiert nicht aufräumen. Ah, da sind wir ja. Ich dachte, dieser Typ hätte Rodriguez Bar Mitzwa gesagt. Ich nicht. Ein bisschen grüner Salat ab und zu würde ihn doch echt nicht umbringen. Ich übernehme die Deckung. Schieß auf ihn, bis er betäubt ist. Und dann setz deinen Sperrstrahl auf ihn an. Okay, mach ich. Das frisst ja echt viel. Okay, zielen, zielen, zielen und Feuer! Och, der schöne Kuchen, voll vermatscht. Gut, gut. Wow. Du hast das kleine Monster außer Atem gebracht. Da ist er. Jetzt schießen wir ihn ab. Er hat mich vollgeschleimt. Erwischt! Halt ihn jetzt im Griff! Du musst ihn außer Atem bringen! Wenn er müde ist, kannst du ihn. So. Jetzt fangen wir ihn ein. Los. Ja, geschafft. Ja. Perfekt. Siehst du? Echt klasse. Das wird diese jämmerliche Kartoffel lehren, Peter Venkman voll zu schleimen. Oder auch dich. Vielleicht mal ein verschobenes Gedeck, aber vorwiegend ist noch alles bereit. Die Rodriguez-Party kann steigen. Witzig. Der Alhambra-Ballsaal, die Bar Mitzwa. Was haben sie getan? Die Gäste kommen in 15 Minuten. Heul nicht. Was ist denn Ihr Problem? Dank mir und dem mir exklusiv zugewiesenen Rekruten können die Feierlichkeiten jetzt in einer komplett geisterfreien Umgebung stattfinden. Also bitte. Und an die Rodriguezes alles Gute von den Geisterjägern. Ja, von den Geisterjägern. So, noch einmal durchscannen hier. Hier scheint nichts zu sein. Oh doch. Ah, da ist was. Wir kommen da nur ran. Einfach mal kaputt machen. Alles klar, das kriegen wir wohl nicht kaputt. Müssen wir wohl hier durch. Ja, da ist ein Raum. Oh. Verschwinde, du heute.